Hallo Leute. Ja, oh mein Gott, es ist endlich da. Mein Paket. Und zwar mein Briar vom Modellversand. Ich habe so lange gewartet jetzt. Ich habe es am Samstag bestellt und heute ist Mittwoch. Und ich habe die ganze Zeit auf den Ding gewartet, auf den Päckchen, Mann, was weiß ich. Und dann klingelt es und es ist endlich da. Ich habe das die Adressen abgemacht, also meine. Okay, ich öffne es mal. Es ist ein Briar drin vom Modell Pferdeversand. Es ist, ich sag noch nicht, wer es ist. Ratet mal in den Kommentaren bitte jetzt kurz, macht bitte kurz einen Stopp und ratet mal kurz bitte in den Kommentaren, wer es denn sein könnte. Ratet mal bitte schnell in den Kommentaren, wer es sein könnte, okay? Ratet mal. Nicht ist. Ich sag's gleich, es ist ein Classic. Also es ist kein Tradi. Ein Moment, Moment. So, Entschuldige. Also es ist ein Classic und ich öffne es mal, ja? Also ich hoffe, ihr habt in den Kommentaren geraten. Ui, was ist denn hier drin? Also so sieht's aus von oben. Ich glaube, das hier ist die Rechnung, oder? Ja. Ja, ist es? Dann. Was ist das? Oh, wie in der Galle Welpenhandel macht einsam. Oh, guck mal. Oh, wie süß. Oh, der ist mega niedlich. Okay, dann haben wir hier einen Schleichkatalog. Den habe ich sogar. Das ist ja der ganz neue. Ich bin übrigens gerade hier am Boden von meinem Zimmer. Wer sich wundert. Und es ist, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Ich habe es bei noch niemandem gesehen eigentlich. Noch bei keinem deutschen YouTuber habe ich gesehen oder überhaupt bei niemandem Deutschen, dass der dieses Pferd hat. Aber ich finde es so niedlich. Ich war nämlich am Samstag letzte Woche arbeiten und habe ein bisschen Geld verdient. Und deswegen habe ich gesagt, also bei meiner Oma, deswegen habe ich gesagt, die hole ich mir. Und es ist Harper. Ja, es ist das Classic Harper. Machen wir kurz das weg, so. Es ist Harper und oh, ist die schön, man sieht mich hier im Spiel. Es ist das Horse of the Year Harper. Irgendwie ist die mega winzig. Aber die ist mega niedlich. Sie ist eine Limited Edition, weil sie ist das Horse of the Year 2016. Das Harper hier. Ich habe sie wirklich noch nie nirgends gesehen. Bei keinem deutschen Person, keine Ahnung, Modellpferdesammler, Briar-Sammler, weil ich habe geguckt in YouTube, habe ich sie nirgends gesehen, auch in Instagram habe ich sie nirgends gesehen. Könnt ihr mir einen Kommentar schreiben, ob sie jemand hat, aber ich finde sie so süß. Sie gibt es ja nur 2016 und die musste ich einfach haben. Sie ist so süß, es ist mein erstes Classic und ich glaube, es wird mein einziges, oder fast einziges sein. Okay, gucken wir uns mal die Box an. Was ist denn hier unten? Oh, okay. Dann, hier seht ihr sie nochmal. Fun Facts. Ja. Könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr wollt. Hier steht auch nochmal ganz viel. Und ich werde sie jetzt öffnen, weil sie ist so süß. Ah, guck mal, wie süß sie ist. Ah, sie ist süß. Ich öffne die jetzt. Ich will die Box nicht zerstören, weil ich finde die Box sehr, sehr schön mit den Sonnenblumen. Hier unten, glaube ich, ja. Moment. Tada. Ich habe ja gesagt, ich nehme sie mit zum Öffnen. Okay, hier unten ist ein Briar-Katalog. Oh, das freut mich, weil ich sowieso keinen mehr. Meiner ist weg. Ich weiß nicht, wo ich den hingelegt habe. Zerknittert. Oh, Entschuldige. Und morgen kommt vielleicht noch eins an. Das habe ich mir aber privat bei jemandem bestellt, nicht aus dem Modellpferdeversand. Den hab ich aus dem Modellpferdeforum dann. Aber das werdet ihr sehen. Ich hoffe, der kommt morgen an. Warum geht das nicht raus? Kleiner! Komm raus, Harper, komm raus. Moment mal kurz. Ich mach mal kurz einen Cut, dann sehen wir es gleich wieder. So, ich habe sie schnell rausgezogen. Hier ist sie. Oh, sie süß. Ah, sie süß. Oh, das Gesicht. Okay, wir gucken uns sie gleich nochmal genauer an. Das ist jetzt so schöne Schattierungen. Sie sieht sehr rot aus in der Kamera, ist sie aber gar nicht. Ja, ich will sie mal öffnen. Ich lege sie nicht am Boden, weil ich. Oh. Kennt ihr diese kleinen Dinger? Das tut immer so weh, wenn man die öffnen will.
Weil die so klein sind. Oh nein, die hat nur so kleine. Ach, Harper. Ich könnte die natürlich von innen aufschneiden, also mit einer Zange oder so, aber das mache ich jetzt einfach mal nicht. Aua. Das tut ein bisschen weh, ne? Ich weiß nicht, wieso ich das überhaupt aufnehme. Ich mache mal kurz einen Cut und mache kurz die Drähte alle auf. Wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, die Drähte sind alle auf. Ich finde nicht, dass sie mir rausfällt. So. Und jetzt holen wir sie raus hier. Ich hätte vielleicht erst dann aufnehmen sollen, sobald die Drähte alle draußen sind und sie draußen ist hier. So. Sie kommen mir winzig vor. Aber ich habe bis jetzt auch nur Tradis und das ist das. Ich habe kein einziges Classic bis jetzt. Ich habe auch nur 4. Bis jetzt, obwohl, jetzt 5, Briar. Moment, wir gucken uns mal ganz kurz den Karton an. Das sind halt so Sonnenblumen. Ich finde das mega schön. Ich finde, das passt auch sehr gut. Das passt zu Sommer. Das ist so sommerlich. So, jetzt ist die Frage. Kriegen wir das ab? Und hier ist sie. Ah, sie ist mega winzig, kommt mir vor. Aber sie ist mega schön. Ich bin so froh, dass ich sie habe. Ich habe so auf sie gewartet, auf die kleine Süße. Die hat mega ein süßes Gesicht. Hallo Handy. Sie ist mega süß. Ich kann sie euch echt nur empfehlen. Und sie steht auch, sie hat keinen Stiefel oder so. Also ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Das ist ja ein ganz neues Modell auch. Ich finde das total schön. Ich hoffe, dem bringen sie öfter noch was raus, weil ich finde das total schön, das Modell. Ich werde dann auch gleich wahrscheinlich mit den Fotos machen gehen. Und steht nichts drauf, ne. Aber sie ist extrem schön schattiert. Sie gefällt mir total, total gut. Hallo. Kamera, ich würde gerne ihr Gesicht scharf stellen. Also sie hat auf jeden Fall ein mega süßes Gesicht. Und hier sieht man auch, sie hat ein Herzchen im Gesicht. Sieht man das? Das hier ist nämlich nicht ihre Mähne. Das hier ist Fell. Ihre Mähne geht da drüber. Also ihr Schopf. Und sie ist so süß. Sie hat, glaube ich, soweit ich sehen kann, keine Real Eyes. Nein, aber sie ist total, 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 total knuffig. Kein Kastanien. Also sie ist total süß und ich glaube, sie hat auch... Nee, sie hat alles cool. Sie hat... Oh, nee, hier vorne hat sie was. Hier. Ich glaube, das war bei meiner Schuld, weil ich es nicht so vorsichtig geöffnet habe hier. Das war, glaube ich, meine Schuld. Aber mir macht das nichts, weil ich mache ja... Ich gehe auf keine Live-Shows oder so, ich mache nur Fotos. Und da ist es nicht ganz so schlimm, finde ich. Ich bin nicht so da. Also natürlich mag ich das nicht, wenn Pferdemacken an das sitzt. Mag kein Sammler, glaube ich, aber ich finde es nicht so dramatisch wie andere. Ich raste da nicht sofort aus, wenn ein Pferd mal einen Kratzer hat. Das ist jetzt nicht schlimm, finde ich. Ja, also ich finde sie total, total knuffig. Ich kann sie euch echt nur empfehlen. Sie ist halt klein, ne? Sie ist eben Classic, aber sie ist so süß. Und ich hoffe, dass morgen dann mein anderes Briar ankommt. Jetzt sieht es hier ein bisschen aus, ne? Also ich hoffe echt, dass morgen mein anderes Briar ankommt. Das ist aber dann Tradi. Ich bin gespannt, ob irgendjemand richtig geraten hat. Ich glaube ja fast gar nicht, dass jemand richtig geraten hat, aber sie ist so knuffig. Ah, ich werde wahrscheinlich gleich heute Fotos machen gehen. Ja, und dann sehen wir uns morgen wieder. Ich habe ja vorher schon ein Video hochgeladen. Und ja, dann ciao, Leute. Oh, sie ist so schön. Ich kann sie euch echt nur empfehlen. Ciao.